So, hallo, guten Morgen, der dritte Messetag. Wir sind hier am Stand von HL Audio. Neben mir steht der Sven Conquest und der wird uns jetzt mal kurz erklären, was er alles an Marken und Produkten vertritt. Hi Olli, wir sind der Deutschland-Vertriebspartner für Sony Professional Audio, Oxford Plugins, KS Digital und ganz neu Zunaus, französischer Hersteller mit dem neuen Gerät Torpedo VB101. Dazu später mehr. Schön, was sind die Highlights? Was schauen wir uns da genauer an, Sven? Oxford hat Ende letzten Jahres eine Suite von Restoration Plugins herausgebracht, die der Hammer sind. KS Digital hat die berühmte C5 Tiny etwas überarbeitet. Zwei neue Modelle sind außerdem zu sehen. Sony hat Digital Wireless mit den 19 Zoll Empfängern jetzt im aktuellen Programm. Und mit dem Torpedo haben wir, glaube ich, ein ziemlich cooles Ding für die Gitarristen hier auf dem Stand. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal den Torpedo ein bisschen genauer an. So, das ist er hier, der Torpedo, 19 Zoll Rack, oben Marshall, das Gitarrensignal geht in den Marshall rein. Der Leistungsausgang vom Marshall geht dann als Input in den Tornado, Sven, richtig. Und dann, was passiert dann? Genau, also der Torpedo ist in der Lage, bis zu 150 Watt von einem Power-Top-Teil, Gitarren-Top-Teil zu akzeptieren. Das betrifft übrigens auch Bassisten, also wer jetzt irgendwie mit seinem Bassamp eine Box emulieren möchte, ist hier auch herzlich eingeladen. Das Signal wird dann digital gewandelt. Das passiert 24-Bit, 192K, also ich denke mal sehr hochwertig, um es dann den DSPs irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und dann geht es eigentlich erst los. Wir haben hier die Wahl aus 16 verschiedenen Gitarrenboxen, Bassboxen. Die sind alle per Impulsantwort gesampelt. Das heißt, es sind also echte Boxen, die aufgenommen wurden. Diese lassen sich kombinieren mit einer Auswahl aus 8 gebräuchlichen Studiomikrofonen. Wir haben also die Klassiker, die im Tonstudio immer zum Einsatz kommen hier. MD421 sehe ich das schon, ja, jetzt auf eine, ja, 2x12er Box. Genau, wir haben das hier mal so ein bisschen namentlich vielleicht so angelehnt. Ich denke, der ambitionierte User weiß, worum es geht. Um dann letztendlich dem Signal zu erlauben, eine echte Studiosituation zu emulieren. Das heißt also, wir haben den Lautsprecherbox, wir haben das Mikrofon, dafür haben wir uns entschieden und sind jetzt in der Lage, das Mikrofon entsprechend auch irgendwie halt wie im Studio irgendwie vor der Lautsprecherbox zu platzieren. Das entspricht der realen akustischen Situation. Das heißt also, das Gerät ist nicht angehalten, einen Gitarrensound zu emulieren. Den macht ihr mit dem Amp, weil jeder Gitarrist hat seinen Amp, jeder Gitarrist hat seinen Sound. Da wollen wir gar nicht ran. Wir wollen dem Gitarristen aber helfen, letztendlich seinen Sound auf handliche Art und Weise immer verfügbar zu haben. Das heißt, die Box wird emuliert und die Mikrofonabnahme wird emuliert. Und mein eigenes Set kann ich selber auch samplen. Das heißt also, wenn ich im Studio bin, meinen Aufbau habe, der Toningenieur richtig happy ist mit meinem Gitarrensound und ich selber, mache ich ein Sample davon und habe meinen Sound immer zur Verfügung. Das ist interessant für Studio-Gitarristen, für Session-Gitarristen, für Musical-Gitarristen oder für Leute, die einfach keinen Stress mit ihren Nachbarn mehr haben wollen. Also der große Vorteil ist auch, dadurch, dass ein Power-Soak drin ist, wird eine Box emuliert, aber ich erzeuge keine Lautstärke. Kann das also auch dann quasi in der Wohnung einstellen, üben, proben und so weiter. Du hast einen sehr guten Kopfhörerverstärker hier dran und Lautstärke ist relativ. Also du kannst dir ja gut die Ohren weghauen, aber trotzdem wird es deine Frau nicht merken oder deine Nachbarn. Wir sind natürlich sehr professionell ausgestattet, eigen- und ausgangsseitig mit digital AES, EBU, SPDIF, symmetrische Line-Ausgänge. Also das Ding soll im Prinzip dem Live-Mixer, dem FOH oder dem Toningenieur irgendwie ein Line-Signal zur Verfügung stellen, welches so klingt, wie ich von meinem Gitarrenamp erwarte. Okay, da kann man sich auch immer weiterentwickeln. Man kann seinen Sound einstellen, alles abspeichern und jedes Mal immer wieder neu verwenden, leicht abwandeln, ob live, im Studio. Okay, interessantes Teil. Danke, Sven. Gerne. So, hier ist der Markus Wahrlich, der Partner vom Sven Conquest. Markus, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Was zeigst du uns heute? Ja, ich möchte euch kurz einen Überblick über die digitale Funkstrecke von Sony geben. Die Idee dabei ist, dass wir eben im Analogbereich einerseits weniger Kanäle übertragen können, andererseits auch eine höhere Übertragungssicherheit haben wollen. Also senden wir vom Hand- und Taschensender zum Empfänger auf digitaler Ebene. Wir erzeugen hier drin den AES-EBU-Datenstrom mit 24-Bit, 48 kHz. Den übertragen wir, kommt auf der anderen Seite raus. Klingt besser, ist stressfreier, weil ich mehr Kanäle betreiben kann, eine höhere Betriebssicherheit habe und habe den vollen Frequenzgang ohne Kompressor, wie es normalerweise in den Taschensendern und Handsendern üblich ist. Ein weiterer Punkt ist wichtig, dass wir natürlich auch mehr Komfort für den Operator haben wollen, weil mittlerweile sind ja 24, 48, 80, 90 Kanäle im Einsatz, um den Überblick nicht zu verlieren. Deswegen können wir den Handsender und den Taschensender steuern. Und der Trick dabei ist, dass im Empfänger ein 2,4 GHz WLAN-Sender ist und im Sender ein 2,4 GHz WLAN-Empfänger. Das heißt, die UAF-Strecke wird nicht gestört, weil wir hier das 2,4 GHz-Band nehmen. Das WLAN ist nur zur Steuerung. Die Audioübertragung funktioniert ganz normal im 800 MHz-Bereich UAF. Und um das nur ganz kurz zu demonstrieren, drücke ich hier einmal drauf, habe also den Taschensender in der Hand, der ist im Sleep-Modus und wenn ich
am Receiver auf Active schalte, dann sehe ich, schaltet er sich ein und ich habe Pegel und kann da drauf reden und sehe auch, wie der heißt und ähnliches. Das Ding kann eine ganze Menge mehr noch, aber dazu können wir dann an anderer Stelle noch mal ein bisschen mehr darüber diskutieren. Am besten bei einem Training bei euch in der Schule. Okay, sehr interessant, Markus. Dankeschön. So, hier auf dem Computermonitor sehen wir das Sonox Restore Package und der Markus wird uns jetzt mal einiges hier zu dieser Software erzählen. Ja, die Idee ist, dass jeder von uns, wenn er produziert oder vor allem live produziert, irgendwann mal Nebengeräusche drauf hat, also ein Krachen und ein Poppen, ein Klicken oder irgendein Brummen oder sowas. Und das Restore Package beschäftigt sich exakt mit der Entfernung dieser Geräusche. Was wir hier sehen, ist der Debuzzer, der sich mit Brummen und Ähnlichem beschäftigt. Dann haben wir auf der Seite die Noising, also Rauschen und Ähnliches entfernt. In der Mitte sehen wir hier der Klicker, der sich eben mit Pops und Click und Crackles beschäftigt. Man kann da wahnsinnig viel tun. Man kann wahnsinnig viel einstellen. Die Sonox-Leute haben unheimlich viel darüber nachgedacht, wie man das auch optisch darstellen kann. Man sieht das an dieser Oberfläche, weil es geht ja immer darum, nicht nur zu hören, sondern auch optisch zu erkennen, was kann ich da wohl machen. Und das Problem ist auch immer zu sagen, was ist jetzt eigentlich mein Geräusch und was ist vielleicht mein Percussion oder meine Trompete oder mein Instrument, was mir ein Problem macht, was ich aber behalten will. Also muss ich abwägen können, was ist fehlerhaft und was will ich behalten. Was sind also Transienten, die zum Sound gehören und was sind Klicks? Genau. Schwierig zu unterscheiden dann manchmal, ja. Genau. Deswegen gibt es diese optische Darstellung, um es kurz zu machen. Man sieht hier eben zum Beispiel an diesen Bubbles, was das System in der momentanen Einstellung als Klick oder als Crackle identifiziert. Und jetzt kann ich mir überlegen, will ich die weghaben oder nicht. Und so kann ich über den verschiedenen Parameter, wie wann setzt mein Klicker ein, bis wohin soll er arbeiten, weil vielleicht will ich bestimmte Signale oberhalb dieses Pegels gar nicht bearbeiten, kann ich eben wählen und kann hier optisch erkennen, wann was aufpoppt und kann jetzt überlegen, will ich es weghaben oder nicht. Das ist die Idee dahinter. Das Allereinfachste ist aber, ihr geht auf sonoxplugins.com, ladet euch die 14-tägige Demo runter und probiert es aus oder ihr geht in der SAE-Schule und sagt, das würde ich hier gern lernen. Markus, Dankeschön. Super, also wenn euch das interessiert und ihr kommt morgen noch zur Musikmesse, könnt ihr euch hier angucken, anhören. Und ansonsten Dankeschön, Markus, und dann gehen wir schon wieder weiter. Tschüss, vielen Dank.